Gestaltet euer inneres Zuhause. Ihr sollt lernen, die Betonung auf die Möglichkeiten der Innenwelt zu legen, denn ihr seid ständig in die innere Welt eingetaucht. Ihr seid nicht immer mit Betrachten, Zuhören, Berühren oder dem Schmecken und der Dinge außerhalb von euch selbst beschäftigt. Dagegen seid ihr immer mit euch selbst beschäftigt, mit der inneren Welt und wisst noch nicht, wie ihr all deren Reichtümer nutzen könnt. Diese Welt gehört euch. Wo immer ihr auch hingeht, ihr nehmt sie mit euch und auf sie könnt ihr zählen. Die Außenwelt dagegen kann immer einige Enttäuschungen für euch bereithalten. Vielleicht glaubt ihr einen Augenblick etwas zu besitzen, aber wenig später habt ihr nichts mehr. Man hat es euch genommen oder ihr habt es verloren. Wenn ihr Überfluss und Fülle sucht, so müsst ihr wissen, dass ihr sie nur in euch selbst wirklich finden könnt. Ihr kennt euch nicht, ihr wisst nicht, was ihr alles besitzt, was Gott alles an Schätzen, Kenntnissen und Fähigkeiten in euch legte. Nun solltet ihr euch anstrengen, all diese Reserven zu erfüllen und zu nutzen. Dafür gebe ich euch ein Beispiel. Es gibt Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus so schön eingerichtet haben, dass sie es gar nicht gerne verlassen, um irgendwo anders hinzugehen, wo sie Lärm, Staub und Verkehrsstauungen ertragen müssen. Andere dagegen, die erbärmlich in einer Bruchbude ohne jegliche Annehmlichkeit leben, suchen immer nach irgendeiner Möglichkeit, um von ihrem Zuhause wegzukommen, was natürlich keine echte Lösung ist, aber immerhin. Übertragen wir dieses Bild nun in das geistige Leben. Ein geistig orientierter Mensch hat sein Innerstes so gut eingerichtet, dass es dort an nichts fehlt. Poesie, Farben, Musik. Alles ist da und er leidet, wenn er ausgehen und diese Schönheit verlassen muss. Der Durchschnittsmensch dagegen, der nie etwas getan hat, um seine Innenwelt wohnlich zu gestalten, trachtet nur danach, anderswo Zerstreuung zu finden. Sobald er mit sich allein ist, langweilt er sich und ist unglücklich. Ihr solltet euch nun fragen, welche Situation am vorteilhaftesten ist. Da ihr Tag und Nacht mit euch selbst zusammen seid, ist es da nicht vorzuziehen, diese Wohnstätte, die ihr niemals verlasst, besser zu gestalten? Warum vernachlässigt ihr euer Innerstes, sodass es wie eine Bruchbude aussieht, mit zerbrochenen Fensterscheiben und Spinnweben? In Zukunft solltet ihr mehr Wert darauf legen, alles in euch zu verschönern, auszuschmücken und zu harmonisieren. Dann werdet ihr euch nicht nur sehr wohl in eurem Inneren fühlen, sondern könnt in diesem wunderschönen Haus auch Gäste empfangen. Oh ja, lichtvolle Wesen werden sich glücklich schätzen, euch dort zu besuchen. Vielleicht entschließen sie sich sogar, sich dort endgültig niederzulassen und ihr würdet von ihrer Gegenwart profitieren. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.